Heute mal ein Model Review der etwas anderen Art. Ihr habt sicherlich schon mal im Social Media die CipherOx X1 gesehen. Eine Krypto-Hardware-Wallet im Scheckkartendesign, NFC-Technologie mit 4 Karten und dazu auch noch obendrein ein Display, der zum Signieren der Transaktion fungiert und mir auch gleichzeitig noch die Wallet-Adressen anzeigt. Also eigentlich alles das, was wir bei einem bekannten Hardware-Wallet-Hersteller vermissen, und das haben die Jungs jetzt scheinbar besser gemacht. Meine lieben Freunde, ich kann euch sagen, ich habe diese Wallet ganze 3-mal in die Hand genommen und habe sie 2-mal wieder weggepackt, weil ich schon gar keinen Bock mehr hatte, weiterzumachen, weil die Installation einfach so 2014 Ledger-Copy-mäßig ist, dass ich mir einfach dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich habe es trotzdem für euch durchgezogen, euch die Wallet einfach mal komplett reviewed, ein Unboxing gemacht, komplett die Vor- und Nachteile aufgearbeitet, die technischen Details rausgearbeitet, und das will ich euch heute mal im Video zeigen. Das Ganze auch komplett transparent und auch wirklich objektiv. Ich vergleiche hier nicht mit anderen Hardware-Wallets, denn wir konzentrieren uns hier auf ein einziges Produkt, und zwar auf das hier. Von mir persönlich würde es in diesem Video keinen Affiliate-Link hierzu geben, denn ich kann die Strategie, die CipherOx mit Influencern und den hohen Margen, die sie Influencer als Affiliate auszahlen, persönlich nicht für gut befinden. Warum, erzähle ich euch aber auch noch im Laufe des Videos. Hallo und herzlich willkommen bei der Krypto-Familie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das komplette Video hier habe ich einfach mal mit Werbung gekennzeichnet, denn CipherOx hat mir sehr freundlicherweise auf Anfrage von mir eine Wallet für die Community kostenfrei zur Verfügung gestellt, und sie haben mir auch eine Wallet für mich selbst geschickt mit einem Zubehör, mit einem Drum und Dran, mit allen Kabeladaptern, dass ich es einfach mal für euch testen kann. Und das habe ich in den letzten Tagen auch ausgiebig gemacht. Ich habe mir die Einrichtung angeguckt, die schauen wir uns heute ganz kurz ein. Ich habe mir das Aufsetzen der Wallet selber angeschaut und alles, was man dazu braucht. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, trotz dem Umstand, dass wir jetzt vielleicht nicht so ganz positiv reingestartet sind, lasst uns einfach mal in das Unboxing der Wallet selber springen, und ich erzähle euch einfach mal ein paar kleinere technische Details, damit ihr einfach mal versteht, was die Wallet gut macht. Denn es sind tatsächlich auch ein paar wirklich gute Ansätze dabei, die aber scheinbar nicht ganz bis zu Ende gedacht wurden. Deswegen würde ich sagen, ab ins Unboxing und los geht's. Bevor wir jetzt reinspringen, ist mir noch eine Sache ganz wichtig. Ich möchte euch hier auf meinem Kanal natürlich immer einen guten Überblick über verschiedene Hardware-Wallets verschaffen, damit ihr selbst für euch entscheiden könnt, was passt zu dir selbst, was passt zu deinen Anforderungen, zu deinen Bedürfnissen, aber vor allen Dingen auch zu deinem Geldbeutel. Denn nicht jeder Hardware-Wallet ist für jedermann geeignet. Die CipherOx X1 kommt erstmal in einer ganz normalen Kartonverpackung. Die ist nochmal geschützt durch so eine Umverpackung, die habe ich hier schon abgemacht. Und wie man es so oft auch kennt, man hat eine kleine Schrumpfverpackung rum. Weitere Siegel gibt es an der Verpackung selber nicht. Ihr habt an der Seite nochmal so eine Aufreißlasche, die könnt ihr einfach abziehen, und dann kommt ihr auch schon direkt zum Innenleben. Die CipherOx hat eine, und das hat mich wirklich ein bisschen beeindruckt, eine Carbon-Umverpackung, eine Art Hardcase, in dem all die Zubehörteile, die Wallet selbst, also sprich die 4 Karten und der kleine Display drin liegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jungs sich viel, viel Mühe gegeben, macht einen sehr hochwertigen Eindruck, ist glaube ich kein echt Carbon, ist nur ein Imitat, aber kann man schon gut ansehen und hat auch nicht tatsächlich jeder. Es gibt einen eigenen OLED-Display, der auch als Vault bezeichnet wird, welcher zum einen die Adressen anzeigt, an die ich versenden möchte, zum anderen aber auch zum Signieren der Transaktionen vorhanden ist bzw. notwendig ist. Und er ist vor allen Dingen auch Teil des Sicherheitskonzeptes zum Wiederherstellen der Schlüssel. In den 4 Karten selbst sind jeweils RL6 Plus Sicherheitschips verbaut. Diese sind notwendig zum Signieren der jeweiligen Transaktionen, und es werden auch Teile des Private Keys auf diesen Karten gespeichert. Die Karten selbst bieten natürlich, wie schon erwähnt, die NFC-Technologie, sprich nichts wird über Bluetooth oder Infrarot hier geteilt, sondern es ist wie bei bekannten Hardware-Wallet-Herstellern NFC-Technologie. Karten an sich sind selber auch ganz gut verarbeitet, machen einen wertigen Eindruck. Es ist tatsächlich kein Metall, es ist ein normales Kunststoff, was hier verbaut ist. Selbst ist es möglich, über Wallet Connect und auch normale Anbindung an MetaMask zu machen, sprich wie man es auch von anderen Hardware-Wallets kennt. Der komplette Code ist Open Source. Nach eigenen Angaben des Unternehmens können jede Karte weit über 500.000 Tabs durchführen, also sprich mehr als 500.000 Mal eine Transaktion signieren. Das Shamir Secret Sharding ist uns schon bekannt von Keystone. Tatsächlich setzt CipherOx hier auch auf eine ähnliche Technologie und verschlüsseln auf 2 Elementen, also sprich auf dem Vault und einer Karte oder auf 2 Karten, den kompletten Private Key. Sprich, du hast niemals den Private Key nur auf einem Element liegen.
Ist ein ganz cooles Sicherheitsfeature, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so auch noch nicht gesehen und macht wirklich was her und ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Hardware-Wallet. Verlierst du 3 der 4 Karten, kannst du immer noch mit dem Vault, also mit dem Display und einer Karte, deine komplette Wallet wiederherstellen. Wenn du beispielsweise den Vault und 2 Karten verlierst, ist das auch kein Problem, denn dann kannst du mit 2 Karten deine Wallet komplett wiederherstellen. Und tatsächlich, wenn jemand die Sachen findet, kann er, weil er dein eigenes Passwort nicht kennt, jetzt auch nicht einfach deine Wallet wiederherstellen. Das komplette Set kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit unglaublich viel Zubehör. Alle Adapter sind dabei, alle Kabel sind dabei, ausführliche Anleitungen, noch eine Umhängeschlaufe und noch so ein kleiner Kameraspion zum Verschließen ist auch noch mit dabei. Ob man das jetzt wirklich braucht, ist eine andere Sache. Zusätzlich kommen auch separate Schutzfolien, also Schutzhüllen, RFID-Schutzhüllen für die Karten. Sprich, die können auch nicht ausgelesen werden. Ganz wichtig zu erwähnen an der Stelle ist, nur in Verbindung mit dem Vault, also mit dem Display und einer Karte zusammen, kannst du Transaktionen signieren. Ohne den Vault kannst du keine Transaktion signieren. NFT-Support ist bei der Wallet auch möglich, funktioniert aber nur mit Wallet Connect auf beispielsweise OpenSea. Und ein eigenes Audit der Wallet gab es auch von Keylabs Inc. Findet ihr auch auf der Website. Tja, tatsächlich seht ihr hier auch gerade schon meinen ersten Versuch, den Display separat anzumachen. Funktioniert tatsächlich nicht, denn man muss ihn immer an den PC anschließen. So, meine lieben Freunde, ich will euch jetzt diesen weitere Video beim Unboxing ersparen, denn tatsächlich habe ich beim Unboxing mir eine Stromquelle geholt und dachte, jetzt schließt du einfach nur Strom an, dann kannst du das Ding dann mit deinem Handy zusammen koppeln, kannst dann über irgendeine App anfangen, alles einzurichten und bist dann happy. Ja, und das war auch der Moment, wo ich das erste Mal den ganzen Rotz in die Ecke geschmissen habe und gesagt habe, Leute, sorry, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich habe keine Lust auf dem PC irgendwas zu installieren. Genau das musst du machen. Du musst eine eigene App auf deinem Rechner installieren, das dann an den PC anschließen und damit dann die Karten einrichten. Das war tatsächlich für mich schon das erste absolute No-Go-Kriterium, denn erstmal hatte ich keine Lust, eine neue Software von einem unbekannten Unternehmen auf meinem Rechner zu installieren. Denn hier ist das nächste große Problem. CipherRock selbst hat kaum Firmengeschichte. Ich habe die Jungs mal angeschrieben, wann sie gegründet wurden, etc. pp. Kam leider keine Rückmeldung, haben sie keinen Bock gehabt, mir zu antworten. Von daher, was lade ich mir da gerade auf dem PC rauf? Ich habe es für euch gemacht, ich habe es getestet und ich möchte euch ganz gerne mal kurz die Einrichtung der Wallet und auch das Raufladen von neuen Netzwerken zeigen. Ich muss fairerweise aber dazu sagen, das hat das Team ganz nett gelöst, aber auch hier zeigt einfach wieder, dass das Team nicht zu Ende gedacht hat und hier wirklich nicht den ganzen Prozess nutzerfreundlich gestaltet hat. Denn nochmal, ich bin immer auf meinen Rechner angewiesen, ich bin immer auf eine Stromquelle angewiesen und ich kann ohne meinen PC nichts machen. Sprich, einfach mal so zwischendurch irgendwas verschicken, funktioniert halt einfach nicht. Aber seht einfach mal selber. Wie eingangs schon erwähnt, ohne dass ich das Gerät selbst nicht an den PC angeschlossen habe, funktioniert hier gar nichts. Das Einrichten der Karten ist eigentlich recht schön gemacht. Ich halte einmal die Karte kurz rauf, damit liest er sich dann die erste Karte und dann gehe ich in diesen gesamten Backup-Prozess. Ich muss dann mir die erste Karte nochmal schnappen, muss dann den Display, also den Vault, wie er hier genannt wird, länger drauflegen und dann ertönt jedes Mal ein Piepsignal, wenn das Ding dann durch ist. Ich habe den Sound hier jetzt nicht mit aufgenommen. Das Ganze machst du dann tatsächlich für die zweite und für die dritte Karte auch noch. Das würde ich sagen, lassen wir einfach mal im Schnelldurchlauf durchlaufen. Und hurra, wir haben das Ganze abgeschlossen. Der Prozess ist durch. So legt man tatsächlich jetzt die ersten Karten an, schreibt einmal den Private Key drauf, beziehungsweise erzeugt die Wallets auch. Und hier kann ich jetzt am Gerät selber noch ein paar Settings durchschalten. Das ist eigentlich auch von der Haptik her ganz gut gemacht. Das Gerät selbst wirkt auch wirklich nicht billig, also sprich der Vault, der ist schon ganz nett designt. Der Druckknopf in der Mitte gibt eine gute Rückmeldung. Von daher, das funktioniert auch ganz gut. Und auch das Signieren der Transaktion kann man hier vernünftig machen. Und hier schauen wir uns jetzt einmal nochmal ganz kurz die Nutzung der Wallet selber an, neue Netzwerke hinzufügen und. Ich habe euch die App schon mal installiert und hier kann ich jetzt bei neuem Netzwerk, suche ich mir eine neue Layer 1 drauf. Ich füge jetzt einmal Ethereum hinzu, muss dann tatsächlich den gesamten Prozess einmal mit dem Gerät auch bestätigen, sprich ich signiere das hier, vergebe meinen PIN. Ich habe einmal den schwersten PIN der Welt gewählt mit 4x die 0. Keine Angst, mache ich sonst nicht bei meinen Wallets, aber zum Zeigen ist das hier einfach am schnellsten und am einfachsten. Ja, und was soll ich sagen? Und das dauert und das dauert und das dauert und das dauert. Und dann muss man hier jetzt wirklich nochmal die Karte kurz raufhalten zum Signieren. Und dann dauert es noch länger und es dauert noch länger. Okay, wie gesagt,
ist jetzt nicht unbedingt der nutzerfreundlichste Prozess. Und ihr seht auch, ich bin hier schon ein kleines bisschen ungeduldig geworden. Aber zum Glück, dann irgendwann war es fertig. Ich kann jetzt hier tatsächlich, wenn das erste Netzwerk hinzugefügt ist, auch noch anfangen, weitere Token hinzuzufügen. Und Leute, hier ist tatsächlich schon der erste Punkt. Das ist halt einfach nicht benutzerfreundlich. Wenn du jetzt hier als Crack arbeitest, ja, und ich würde mich jetzt nicht als Crack bezeichnen, aber ich weiß, glaube ich, was ich mache und wie ich auch so eine harte Wallet nehmen muss, dann ist das sicherlich in Ordnung. Aber für jemanden, der sowas das erste Mal macht, ist das schon ein bisschen verwirrend. Was mache ich da? Warum muss ich mir den Token hinzufügen? Warum kann ich das nicht einfacher machen? Ich hätte mir hier wirklich gewünscht, dass man eine App einfach hat. Himmel, Herrgott, das kann doch alles nicht so schwer sein. Und ich muss ehrlich sagen, dieses gesamte Nutzerinterface erinnert mich wirklich an Ledger Stand 2014, 2016. Ja, alles am PC machen. Und nochmal, es geht nicht, du kannst nichts an deinem Handy machen, du kannst nichts an deiner App machen. Es gibt einfach keine App. Das Gute ist, du kannst jetzt tatsächlich auch anfangen, mehrere Assets hinzuzufügen. Sprich, du musst nicht nur ein Asset pro Transaktionszeitpunkt machen, sondern du kannst 3, 4, 5 unterschiedliche Token auf einmal hinzufügen. Das Empfangen mit den ganzen Wallet-Adressen hier ist auch ganz nett gemacht, dass man nochmal hier reinschaut, okay, ich bestätige nochmal kurz eine Wallet-Adresse, dass ich mich auch wirklich nochmal anzeigen lassen kann, auch wieder mit Code eingeben, drum und dran. Das funktioniert, das ist in Ordnung, aber auch wie gesagt, das kann man deutlich einfacher, deutlich schneller auch einfach über eine App lösen. Ich verstehe den Vorteil, man sagt, ich muss alles losgelöst vom Handy machen, aber Leute, jetzt ist das große Problem und ihr seht es. Ich muss das Teil permanent am Rechner haben. Die Seed Phrase Anzeigen muss ich mir auch am Rechner machen. Also sprich in Verbindung mit dem Rechner. Was ist denn, wenn mein Rechner gehackt wurde? Was ist, wenn mein Rechner ein Trojaner drauf hat? Da bringt es mir auch nicht, dass ich so ein schönes Bedieninterface habe, wo man so schön sieht, wie man die Gasgebühren einstellen kann. Nochmal, das Teil ist permanent am PC. Es ist immer verbunden mit allem drum und dran. Das ist für mich einfach ein absolutes K.O.-Kriterium. Ja, meine Freunde, ihr merkt, ich bin ein kleines bisschen genervt von dem Produkt tatsächlich. Leute, ich finde die Grundidee wirklich sehr, sehr gut. Gerade das Thema des Aufteilens der verschiedenen Schlüssel ist eine tolle Idee. Aber dass ich dieses Teil hier am PC einrichten muss, ich werde gezwungen, eine mir unbekannte Software auf meinem PC runterzuladen von einem Unternehmen, was ich nicht kenne, was kaum Firmenhistorie hat, um dieses Gerät erstmal einzurichten, finde ich ungünstig. Du kannst das Gerät jetzt zukünftig natürlich, wenn du es erstmal eingerichtet hast, mit einer externen Stromquelle betreiben, sprich es muss nicht am PC sein, kannst dann auch unterwegs damit arbeiten. Aber nochmal, bis ich das Ding rausgekramt habe, Strom angesteckt habe, denn es hat keinen eigenen Akku. Ich kann es nicht separat anmachen. Ich probiere das hier einfach mal zu zeigen. Der geht nicht einfach an. Da ist nicht mein Akku verbaut. Ich muss immer eine externe Stromquelle haben, um eine Transaktion zu signieren. Das ist halt einfach nicht benutzerfreundlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, alleine der Aufbau der Website, okay, ist nett gemacht, wollen wir jetzt auch nicht unfair sein, ist ein schönes Design. Hier sind auch ein paar eigene Artikel, die sie sich dann gekauft haben bei Coindesk und Co., Yahoo News, es ist alles in Ordnung. Diese gesamte Thematik, wie das Affiliate-Programm aufgebaut ist, ist einfach für mich persönlich ein totaler Red Flag. Und die werden wir tatsächlich auch schon bei den positiven und negativen Sachen. Wir fangen einfach mal erstmal mit den positiven Sachen an. Man muss wirklich sagen, der eigene Display zum Anzeigen der Adressen, wo ich es hin verschicke, ist ein Pluspunkt. Das ist gut. Das haben sie nett umgesetzt. Ich habe auch gesagt, das Ding ist nicht billig verarbeitet. Es ist zwar alles Kunststoff und Plastik, ja, aber der Bedienknopf in der Mitte, der macht einen wirklich wertigen Eindruck, gibt eine gute Rückmeldung, wird auch bei der Einrichtung der App getestet, ob das auch alles gut funktioniert. Fand ich ganz in Ordnung. Dazu kommt natürlich, dass ich diese 4K habe. Ja? Also sprich, ich habe wirklich genug Möglichkeiten, sie zu separieren, zu verstecken, damit zu arbeiten, an verschiedenen Orten aufzubewahren, wenn mal irgendwas schief geht. Das ist ein Vorteil, das ist definitiv gut. Dazu kommt auch noch, dass die App selbst seit dem V2.06 Update auf Deutsch ist. Sprich, ich habe von Haus aus gleich eine komplett deutsche App auf dem PC. Wohlgemerkt, nicht fürs Handy. Und es ist natürlich, es gibt ein riesen Zubehörpaket. Die RFID-Hüllen, die ganzen Adapter, da können sich auch wirklich andere Wallet-Hersteller echt mal eine Scheibe von abschneiden. Und wie gesagt, das Case macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Eigene Trageschlaufe, nett gemacht, ist gut. Pluspunkt. Absolut. Hier sind wir jetzt aber bei Minuspunkten. Und da gibt es leider tatsächlich einige von. Erstmal, ohne PC funktioniert nichts. Es gibt keine Smartphone-App. Finde ich als großen Minuspunkt. Ist meiner Meinung nach da. Das Display-Gerät muss tatsächlich immer mit dem Strom verbunden sein. Kein eigener Akku. Ist ein Problem für mich tatsächlich. Die Seeds können auch tatsächlich nur, wenn ich das Ding mit einem PC verbunden habe, zum Anfang, oder halt später mit der Stromquelle verbunden habe, auch nur hier an dem Gerät dann so ausgelesen werden. Das kann ein Pluspunkt sein, aber wenn du das erste Mal am PC machst und du hast es am PC angeschlossen und du liest die Seed Phrases aus, was passiert denn, wenn der PC korrumpiert ist? Was passiert, wenn du einen Trojaner drauf hast?
nicht gut. Meiner Meinung nach nicht zu Ende gedacht. Auch keine Warnung. Sondern vielleicht sagt auf dem Gerät, wenn du Seed Phrases anzeigen lässt, hey, bitte trenn's vom WC, nutze eine externe Stromquelle. Sowas würde ich mir beispielsweise wünschen. Das wäre definitiv notwendig. Tatsächlich, das Hinzufügen von neuen Token in der App kannst du nur am PC machen, wenn du mit dem Gerät verbunden bist. Das kannst du nicht offline machen. Sprich, wenn du irgendwo unterwegs bist und du hast deinen PC mit der App nicht da und du willst ein neues Asset draufziehen, bist du absolut angeschmiert. Das kannst du nicht mehr eben im Handy machen. Sehr, sehr benutzerunfreundlich. Und selbst wenn du auch nur einen Token hinzufügen möchtest, musst du das tatsächlich auch immer über die App machen. Natürlich kannst du einen ERC20-Token einfach mal auf die Ethereum-Wallet-Adresse raufschicken, dann ist der da erstmal. Aber er wird dir nicht angezeigt und das ist halt irgendwie jetzt auch nicht so super toll. Und Leute, hier kommen wir jetzt wirklich zum größten Problem, zum Preis. Wenn ihr hier mal selber auf Buy Now klickt, dann seht ihr relativ schnell, der Preis von der Wallet ist permanent reduziert auf $99. Sprich, du bezahlst für 4 Karten und den Display für ein relativ umfängliches Set knappe $100 plus Steuern plus Versand. Und das ganze Ding ist von $200 runter rabattiert. So, das ist jetzt erstmal nett. Dieser Rabatt sollte eigentlich theoretisch jetzt schon ausgelaufen sein. Ihr seht ja, bis 31. Mai nur gültig. Also dann zukünftig kostet die Wallet $200? Okay, seien wir mal dahingestellt. Sie bietet ja auch einiges. Man kann sich sie auch mit dem NFT personalisieren, ist auch ganz nett. Aber Leute, jetzt muss man auch mal ganz ehrlich die Frage stellen, warum ist das so teuer? Denn großartig viel Material steht da nicht drin. Da ist sehr viel Entwicklung, ja, in Ordnung. Ich kann euch sagen, warum das so teuer wird. Das gesamte Unternehmen kauft sich gerade Marktanteile und hier ist mein große Red Flag. Mir wurde als Influencer angeboten, lieber David, pro verkaufter CypherRocks X1 bekommst du von uns $42 Affiliate-Provision. Ich kann natürlich jetzt verstehen, dass der ein oder andere Influencer sagt, oh, das ist ja super, das nehme ich bei mir mit auf. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja legitim. Aber erstmal gibt es keinen Rabattcode für die Community und ihr wisst selber, bei mir auf dem Kanal gibt es kein einziges Produkt, Dienstleistung, was auch immer, ohne einen Rabatt. Also mir wurde nicht mal ein Rabattcode angeboten. Ich habe nachgefragt, gibt es auch einfach nicht. Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass sie $42 Provision zahlen, wenn die Wallet dann mal $200 kostet. Und würdest du für eine solche Wallet wirklich den Preis ausgeben? Ganz ehrlich, seid mir nicht böse. Für $200 kaufe ich mir lieber eine vollständige Hardware-Wallet, auch beispielsweise AirGap zum Beispiel, wie Elipal oder irgendwas anderes, und muss mir dann nicht sowas kaufen. So, das sind tatsächlich mein Riesenkritikpunkt zu dem Affiliate und auch zum Preis. Tatsächlich muss man auch ganz ehrlich sagen, das gesamte Interface, das habe ich auch gesagt, erinnert wirklich an Ledger von vor 7 Jahren. Also irgendwo so Stand 2014, 2015. Denn soweit war Ledger tatsächlich zur damaligen Zeit auch ohne App, ohne alles drum und dran. Tja, meine lieben Freunde, nochmal, ihr wisst, ich bin eigentlich jemand, der immer gerne komplett open-minded geht, probiert die guten Sachen rauszufinden. Ich habe aber jetzt bei der Wallet, bis auf den Umstand, dass sie eine wirklich tolle Idee hatten, wie sie die Private Keys so aufteilen, dass du immer mindestens 2 von diesen Produkten brauchst, um sie wiederherzustellen, tatsächlich nichts Gutes gefunden. Die App gefällt mir nicht. Ich muss auf dem PC selbst was installieren. Und dieses gesamte Thema mit den Kosten und auch mit dem Affiliate schreit für mich einfach nach einem riesengroßen Problem. Wie lange kann sich das Produkt halten? Wie lange gibt es Support? Tatsächlich, okay, App ist Open Source, ist gut, ist in Ordnung. Kann man sich wahrscheinlich dann runterladen, ähnlich wie bei anderen Wallet-Herstellern. Aber ich möchte nicht jetzt eine Wallet kaufen, die vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren nicht mehr das Unternehmen gibt, nicht mehr weiterentwickelt wird und ich dann selber darauf angewiesen bin, dass die Community irgendwas macht. Meine lieben Freunde, wenn ihr die CypherRock selbst auch schon in Benutzung habt, bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ich vielleicht auch irgendwo geirrt habe, haut mal eure Kommentare unten in die Videosection rein. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Ich persönlich kann keine Kaufempfehlung dafür geben. Ich selbst werde sie auch nicht nutzen. Ich habe sie für euch getestet. Ich werde die App jetzt auch wieder von meinem Rechner selbst deinstallieren, werde dann nochmal alles prüfen, ob auch keine Probleme aufgetaucht sind. Vermutlich nicht, aber sicher ist sicher. Und dann geht die bei mir auch in meiner Asservatenkammer und wird irgendwo weggestellt. Falls jemand nochmal Fragen habt, gerne dazu raus. Und die Wallet wird es dann Ende des Jahres in der Verlosung im Weihnachtsspecial dann wieder geben. Von daher auf jeden Fall mal Kanal abonnieren. Und wenn ihr auch noch mal ein paar andere Hardware-Wallets sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall mal hier in die beiden Videos rein. Da werdet ihr auch noch eine komplette Playlist finden und vielleicht auch noch das eine oder andere Interessante von euch. Schön, dass ihr wieder so lange beim Video dran geblieben seid. Danke für euer Feedback und ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Danke euch. Ciao, ciao.